Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Userinnen und User des Standard, geschätzte Leserinnen und Leser, wir werden heute zu einem ganz spannenden Thema diskutieren, das die vergangene Woche in Österreich viele Menschen beschäftigt hat, nämlich die neue Karfreitagslösung der türkis-blauen Regierung. Der Feiertag ist gefallen, es gibt jetzt einen Rechtsanspruch auf Urlaub. Aber was ist davon zu halten? Ist es ein Vorteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Was denken die Betriebe? Aber ganz generell, arbeiten wir in Österreich zu viel oder zu wenig? Es wird ja viel diskutiert über Flexibilisierung. Aber was ist mit Arbeitszeitverkürzung? Und ich freue mich besonders, heute hier zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und ich kann, glaube ich, sagen, es wird eine spannende Debatte mit auch durchaus konträren Meinungen. Da ist mal einerseits der Herr Rainer Wilf. Er ist der Leiter des Handelsverbandes, vertritt in Österreich die großen Unternehmen wie Rewe, aber auch ganz viele kleine, den Händler um die Ecke. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Und da ist Frau Maria Katharina Moser. Sie ist die Diakoniechefin und Pfarrerin. Und auch danke fürs Kommen heute hier bei der Debatte. Sehr gerne. Liebe Userinnen und User, Sie haben heute auch die Möglichkeit, wie bei jeder Standard-Live-Diskussion, Fragen zu stellen. Sie können live hier mitposten beim Artikel die spannendsten Einwendungen und Fragen, die werden wir hier stellen. Denn das ist die erste Diskussion in Österreich, bei der Sie auch die Themen mitgestalten können. Das heißt, posten Sie mit und stellen Sie Ihre Anregungen. Und das haben eigentlich schon ganz viele Leserinnen und Leser getan. Herr Rainer Wilf, die erste Frage geht an Sie. User Justus Wurt schreibt: Eine gute Lösung wäre gewesen, allen einen zusätzlichen Urlaubstag zu geben, den jeder nutzen kann, wie er will. Jetzt gibt es ja keinen zusätzlichen Urlaubstag, sondern man hat einen Rechtsanspruch auf einen freien Tag. Was halten Sie von diesem Vorschlag und wie finden Sie diese Lösung generell, die jetzt getroffen wurde? Ja, herzliches Willkommen. Grundsätzlich sei einmal gesagt, wie es dazu gekommen ist, und der Europäische Gerichtshof hat eben vor einiger Zeit entschieden, dass die Karfreitagsregelung, wie sie besteht, eben gleichheitswidrig ist. Das kommt weder vom Handel, das kommt auch nicht von der Bundesregierung. Das Verfahren ist schon seit vielen Jahren bekannt gewesen und daher hätte auch die vorherige Regierung Zeit gehabt, hier Varianten aufzubauen. Es war dann letztendlich so, dass es jetzt zu dem Ergebnis gekommen ist. Wir vom Handel haben mit der vorherigen Lösung sehr, sehr gut leben können und eben auch die bestehende Regierung. Es ist letztendlich so, dass man auch ein Stück weit kurz nachdenken muss, warum dieser Karfreitag so heilig für die Evangelischen war. Ich selbst bin Evangelischer, komme aus einer Region, aus der Ramsau und aus Schladming, wo die Evangelischen aus ihren Höfen vertrieben worden sind und teilweise die Bibeln am Dachstein verstecken mussten. Und daher war das immer ein Zeichen einer Art Wiedergutmachung für diese Verfolgung. Und daher würde man die Qualität einer Demokratie schon am Umgang mit den Minderheiten messen. Aber wir können uns eben nicht einfach noch einen zusätzlichen Feiertag leisten, weil eben Österreich schon Spitzenreiter in dem Kontext ist. Und gekommen ist eben diese praktische Entscheidung in der Basis, da eben ein Kläger von der Arbeiterkammer auch begleitet, finanziert und unterstützt worden ist, das jetzt eben zu dieser Situation geführt hat. Aber nicht leisten, noch kurze Nachfrage, warum können wir uns das nicht leisten? Weil wir, und ich kann nur für den Handel sprechen, und wir stellen 600.000 Mitarbeiter an. Letztes Jahr beispielsweise ein negatives Wachstum von 0,5% erwirtschaftet haben, weil wir 600.000 Beschäftigungsverhältnisse auch zukunftssicher ausgestalten müssen und weil wir einfach viele Unternehmen haben, denen es sehr, sehr schlecht geht. Und wir sehen es als zu verkürzt, wenn man pauschal einen zusätzlichen Feiertag fordert, wobei man im Europaschnitt, und da möchte ich Ihnen nur eine kleine Grafik zeigen, Spitzenreiter absoluter ist. Das heißt, wir sind hier mit Österreich mit 38 Tagen, wenn man den Mindesturlaub und eben die entsprechenden Feiertage nimmt, dann absoluter Spitze. Und daher sind jetzt schon die Arbeitskosten sehr, sehr hoch und daher sollte man eher darüber reden, wo man anders ansetzen kann, zum Beispiel bei den Lohnnebenkosten. Das war das erste Tafel in unserer Sendung, auch eine Premiere. Danke dafür. Moser, wie sehen Sie das? Was halten Sie von dieser Lösung? Die evangelische Kirche hat sich ja die ersten Tage ein bisschen schwer getan. Da kam vom Herrn Bünker so ein bisschen, naja, es hätte schlimmer kommen können. Die evangelische Kirche war zuerst einmal erleichtert, dass unsere Gottesdienstkultur nicht zerschlagen wurde. Denn zu unserer Gottesdienstkultur gehört dazu, dass wir immer am Freitagvormittag in allen Gemeinden in Österreich Gottesdienst feiern. Und das hätte der halbe Feiertag bedeutet. Die Lösung an sich ist aber eine, die die evangelische Kirche nie in den Raum gestellt hat, mit der wir nie einverstanden waren. Wir waren immer dafür, entweder einen Feiertag für alle, den Karfreitag als Feiertag für alle einzuführen. Das wäre diskriminierungsfrei gewesen.
das Argument der Wirtschaft kann man bis zu einem gewissen Ausmaß verstehen. Darum war unser nächster Vorschlag dann vor allem zu sagen, okay, wir tauschen den Karfreitag ein gegen den Pfingstmontag, der ja auch ein Feiertag ist, damit wäre überhaupt kein zusätzlicher freier Tag zu finanzieren gewesen. Diese Lösung ist auch nicht gekommen und mein persönlicher Eindruck ist, dass die Lösung uns jetzt eigentlich sagt, was ist die wichtigste Religion in Österreich, was ist die dominante Religion, nämlich der Konsum. Also der Konsum, der angeblich für den Karfreitag so wichtig ist, hat gewonnen und insofern sitzen wir heute ja schon fast als zwei Religionsvertreter da. Also wenn der Handel sozusagen die hohe Priesterschaft des Konsums darstellt. Und da muss ich wirklich noch dazu sagen, das ist für evangelische Christen und Christinnen, aber ich denke auch für katholische Christen und Christinnen besonders schlimm, dass ausgerechnet der Karfreitag, der Tag, wo für uns das Leiden, das Innehalten im Zentrum steht, dass ausgerechnet dieser Tag dem Konsum geopfert wird. Darf ich sagen, der Arbeitsrechtler Matzl hat gemeint, es ist auch ein schlechtes Zeichen, dass man hier mit einem Privileg für eine Minderheit wie ein extra Feiertag für Evangelische so unzufrieden ist. Das ist auch ein Problem für die Gesellschaft, dass man hier, und seiner Meinung nach drückt sich das auch in diesem Höchstgerichtsurteil, in dem Urteil des EuGH aus, dass man hier Privilegien von Minderheiten nicht mehr toleriert. Und er sagt, eine starke Gesellschaft müsste das eigentlich auch aushalten, dass eine kleine Minderheit Privilegien hat. Können Sie dem was abgewinnen? Haben wir da ein grundsätzliches Problem, dass man so neidig ist den anderen? Ah, die haben einen Feiertag, warum wir nicht? Ich glaube, das Problem würde ich eher so beschreiben, dass unsere Gesellschaft immer pluraler wird, dass es immer mehr verschiedene Religionsgemeinschaften gibt, denen es wichtig ist, ihre Feiertage leben zu können. Und in diesem Sinn hat der Bischof auch immer wieder eingebracht, dass so ein frei verwendbarer Feiertag durchaus auch eine interessante Variante ist. Also uns als evangelischer Kirche geht es nicht darum, irgendwelche Privilegien zu verteidigen. Uns geht es um den Karfreitag als Feiertag, wirklich auch, weil wir meinen, er ist für die gesamte Gesellschaft relevant. Was ist denn die Bedeutung von Feiertagen? Die Bedeutung von Feiertagen ist, dass gesellschaftlich viele gleichzeitig eben einen Feiertag haben. Und Feiertage haben auch immer einen Inhalt. Und ich denke, gerade der Inhalt des Karfreitags ist wirklich von gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Für uns in der Diakonie ist er besonders wichtig. Was passiert am Freitag, am Karfreitag? Wir gedenken des Leidens Jesu am Kreuz und stellen damit die Verwundbarkeit des menschlichen Lebens in die Mitte. Und genau das, ich bin gleich fertig, ist auch das, was uns als Diakonie in unserer täglichen Arbeit so wichtig ist. Wir stehen immer Tag für Tag an Seiten derer, die leiden, die es schwer haben. Und ein Tag, wo man darüber nachdenkt, das wäre für die gesamte Gesellschaft gut. Jetzt fragen, bevor wir zur nächsten User-Frage an den Herrn Will kommen. Das heißt, es gibt ja auch die Idee zum Beispiel, man schafft Feiertage überhaupt ab und jeder kann sich individuelle Urlaubstage nehmen. Wer braucht noch religiös angehauchte Feiertage im 21. Jahrhundert? Kurze Antwort. Ja, das finde ich Gesamtgesellschaft nicht glücklich. Das ist eine Zersplitterung und eine Individualisierung. Und ich glaube, es ist für uns als Gesellschaft wichtig, eine Balance zu finden, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und religiösen Haltungen ihren Raum bekommen. Aber wirklich auch gemeinsame Feiertage. Ich denke zum Beispiel an Weihnachten, da wird es ein Fest der Geburt. Geburt ist auch so ein Thema, das für die gesamte Gesellschaft ein interessantes und relevantes ist. Ich will jetzt, bevor wir auch wechseln, das Thema ein bisschen zur Arbeitszeit generell, aber eine sehr spannende Frage aus den Foren kam vom User Bratak. Er sagt, er ist da doch etwas erstaunt, dass auch der Handel jetzt mit dieser Regelung zufrieden ist oder leben kann. Denn wer hindert jetzt eine Belegschaft daran, eigentlich kollektiv an heiklen Tagen, zum Beispiel den 23. Dezember, schreibt er, zum persönlichen Feiertag zu erklären? Also nur zur Erklärung, es gibt jetzt den Rechtsanspruch künftig, man kann einen Feiertag ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Arbeitgeber einreichen und das wird der Feiertag. Was machen Sie jetzt, wenn die Gewerkschaft der Privatangestellten jetzt allen Handelsangestellten sagt, nehmt euch doch in jedem Unternehmen denselben Tag, denn dann kriegt ihr kräftig Zuschläge. Das wäre ja dumm, die Gewerkschaft, wenn sie das nicht macht. Also mal grundsätzlich, die Frage ist nicht absolut berechtigt und bevor ich darauf eingehe, möchte ich nur mal festhalten, weil natürlich bin ich primär evangelischer Gläubiger und habe aber in meiner Rolle als Geschäftsführer des Handelsverbandes auch die Verantwortung für die Unternehmen und für die Rahmenbedingungen der 600.000 Beschäftigungsverhältnisse. Und selbstverständlich haben wir große Herausforderungen. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass insgesamt 4 Milliarden an Umsatz
an Kaufkraft ins Ausland gehen. Das heißt, ich komme schon darauf zurück, ich muss nur ausholen, dass ich es verständlich machen kann. Das heißt, wir haben 4 Milliarden, die ins Ausland durch das Konsumverhalten gehen und damit finanziert der österreichische Konsument 20.000 Arbeitsplätze im Ausland oder schafft 20.000 in Österreich ab. Warum ist das so? Weil hier ganz andere Strukturfaktoren dahinter sind. Und was über ist der Amazon Grund? Meinen Sie jetzt beispielsweise zum Beispiel. Der Onlinehandel hat 365 Tage Zeit im Jahr, sein Geschäft zu machen. Und wenn es einen kompletten Feiertag für alle geben würde, ohne dass praktisch Gründe vorliegen, wie es bei den Evangelischen der Fall ist, und mir ist der Karfreitag heilig, dann wäre es wiederum volkswirtschaftlich eine große Problematik, weil damit dem stationären Handel noch einmal ein Tag verloren geht, der zweitwichtigste Umsatztag des Jahres im LEH ist und der zweitwichtigste für den Gesamthandel unter der Woche. Und dieses Ungleichgewicht verschärft. Und die Frage beantworte ich damit, dass ich hoffe, dass hier die Gewerkschaft wahrnimmt, und das glaube ich zutiefst, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Arbeitsplatz Österreich ausmachen. Und dass es eine vergangene Zeit und eine vergangene Denke ist, dem Arbeitgeber etwas zu Fleiß zu tun und umgekehrt, sondern Wirtschaft hat nicht der Arbeitgeber gepachtet, sondern es braucht gute Mitarbeiter und es braucht einen guten Arbeitgeber. Und daher wäre es kontraproduktiv, und man würde genau jene, die Arbeitsplätze in Österreich schaffen und halten und zukunftssicher ausgestalten würden, schaden, wenn man genau so eine Vorgehensweise umsetzen würde. Braucht es eine Reparatur, um diese Lücke zu schließen? Also Sie sehen schon die Gefahr, dass das passiert. Es besteht die Gefahr, die es passiert. Ich kann nur noch einmal sagen, es hat sich weder der Handel, die Regulierung, die es jetzt gibt, ausgesucht. Es war nur die Reaktion darauf, um eben eine möglichst ausgewogene Variante sicherzustellen. Und die einzigen, die im Gespräch mit der Bundesregierung waren, war eben die Kirche. Es haben zwar viele wie wir auch Vorschläge übermitteln können, aber entschieden hat es wer anderer. Und ich meine, wenn Sie die Lücke ansprechen, dass eine große Unzufriedenheit besteht aufgrund der Lohnnebenkosten, die explodieren und alte Systeme finanzieren. Wenn jemand, nur ein letztes Beispiel, nehmen wir mal an, 3.000 Euro brutto verdient, was ein hohes Gehalt ist, dann zahlt der Arbeitgeber 4.000 und der Arbeitnehmer bekommt nur 2.000. Und genau diese Lücke, die muss man sich genau anschauen, weil wir in der Digitalisierung große Herausforderungen haben und die müssen wir gemeinsam gehen. Und jetzt muss man für eine Strukturreform die Hausübungen machen. Das ist jetzt die Steuer, aber jetzt kommen wir, das führt jetzt ein bisschen weg vom Punkt. Sie wollte etwas sagen, glaube ich. Ich wollte was nachfragen, nämlich was hätte denn aus Sicht des Handels tatsächlich dagegen gesprochen, den freien Pfingstmontag als Feiertag gegen den Karfreitag als Feiertag einzutauschen? Die kurze Antwort ist jene, dass es für uns generell in unserer Wertehaltung nicht klar ist, warum man einen Feiertag, der auch anderen in der Republik sehr wichtig ist, einfach austauscht mit einem anderen Feiertag. Das wäre Tauschgeschäft. Das ist leicht zu beantworten, gerne. Weil der Karfreitag der höchste Feiertag ist und das gilt auch für die Katholiken. Ja. Also das ist relativ leicht zu beantworten. Wie gesagt, der Handel hat hier keine Entscheidungskraft gehabt und der Handel hat hier auch keine Mitsprache gehabt im Vergleich zu den Kirchen mit der Bundesregierung, und die Bundesregierung musste handeln, weil die Vorgängerregierung nicht gehandelt hat. Ich kann Ihnen nur eines sagen als Händler, dass der Freitag der zweitstärkste Tag ist und auf den bauen viele Arbeitsplätze, und daher, um die Frage auch zu beantworten, ist der Montag einer der schwächsten Tage, und daher ist dieser Tausch wirtschaftlich problematisch, aber auch aus unserer Sicht, aus einer religiösen Haltung heraus, nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Nur wir hatten hier kein Votum und wir haben es auch nicht entscheiden können, und daher weiß ich das wirklich von der Hand, dass die Wirtschaft da Mitspracherecht hatte, weil es einfach leider nicht so ist. Interessanterweise, das muss ich jetzt schon anmerken, haben Sie aber getwittert, der Vorschlag des Handelsverbandes wurde 1:1 von der Regierung umgesetzt. Das habe ich nicht getwittert, ich habe nur gesagt, dass viele andere Vorschläge übermittelt haben, und die Regierung hat sich auf einen Vorschlag geeinigt, der auch ähnlich unserem war, aber es gibt ja kein Patentrezept auf einen Vorschlag. Es hat ja sehr, sehr viele gegeben, die Vorschläge eingebracht haben, aber in Gesprächen waren wir niemals. Da will ich sagen, eine letzte Frage noch zu diesem Thema. Unser User Anton Muffel sagt, die Produktivität, oder schreibt, ist seit den 90er Jahren um ca. 25% gestiegen. Die Reallöhne haben mit dem nicht mithalten können. Und jetzt sagt er, Österreich ist das Land der Klein- und Mittelunternehmer. Mhm. Da können ja viele nicht abwandern, das sind ja nicht die großen Konzerne. Mhm. Und jetzt meine Frage an Sie, gerade der Handel ist ja nicht in der Konkurrenz, außer nehmen wir Vorarlberger Grenzregionen weg. Sie bieten ja vor allem innerstädtisch an oder in Gemeindörfern, da kann man ja gar nicht woanders. Wäre das nicht einfach, hätte halt nicht einfach den Gewinn ein bisschen
geschmälert, Handelsunternehmen, das wenn ist, man das zum Feiertag macht? Das ist leider die falsche Wahrnehmung. Der Handel steht sehr wohl in einer Konkurrenz durch die Digitalisierung mit internationalen, globalen Giganten. Der Konsument entscheidet sich derzeit, jeden zweiten Kauf in Online über Amazon und Co. zu tätigen. Und Amazon und Co., und hier haben wir eine gemeinsame Pressekonferenz auch mit der Gewerkschaft absolviert. Das war ein Erstling in der Geschichte in Österreich, wo wir uns für faire Arbeitsbedingungen gemeinsam eingesetzt haben. Und sie werden mir zupflichten, dass wenn in Deutschland 50% nur Tariflohn haben und hier prekäre Arbeitsverhältnisse bestehen und dann genau die Produkte um ein paar Euro günstiger sind, die unsere Konsumenten kaufen, sich genau die Konsumenten langfristig, wenn man eine fünfköpfige Familie hat, genau den einen, der im Handel tätig ist, abschaffen damit. Und daher ist diese Konkurrenzsituation weit über unsere Grenzen hinaus massiv und wir haben ein großes Problem und sollten uns gemeinsam hier, um wettbewerbsfähiger zu werden, Strategien überlegen, die über diese Diskussionen, so wichtig sie sind, hinausgehen. Und man kann hier nicht eine Karfreitagsdiskussion mit einer Wettbewerbsfähigkeitsdiskussion vermengen, aber es ist nicht so, dass es Gott gegeben ist, dass es Arbeitsplätze gibt. Und es sind große Herausforderungen durch die Automatisierung, die Digitalisierung, die einen fundamentalen Wandel in der Arbeitswelt auslösen. Famoser fundamentaler Wandel. Wie sehen Sie denn das Arbeiten wie in Österreich? Es gibt ja Studien zur Verteilung Arbeit und Freizeit. Haben Sie als Pfarrerin da eigentlich Erfahrungen? Wie hat sich das entwickelt? Wir haben jetzt auch den 12-Stunden-Tag, das heißt, die Regeln wurden gelockert, wie auch 12 Stunden gearbeitet werden kann. Geht die Entwicklung für Sie in eine richtige Richtung oder in eine falsche? Bevor wir über die Arbeitszeit reden, möchte ich nur zum Schluss, zum Karfreitag noch festhalten. Ich glaube, wir haben jetzt sehr schön gehört, der Karfreitag wurde dem Konsum in erster Linie geopfert, weil der Karfreitag so ein wichtiger Konsumtag ist. Ich persönlich frage mich, wer einen Schokohasen mehr oder weniger kauft, wenn am Karfreitag zu ist. Aber gut, ich bin auch keine Handelsexpertin. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, da die Themen Konsum und Arbeit zu unterscheiden, weil die Position der evangelischen Kirche nie war, also es war ein Vorschlag, aber die andere Position war, also wir brauchen keinen zusätzlichen Feiertag, sondern wir hätten vorgeschlagen, eben den Pfingstmontag gegen den Karfreitag als Feiertag zu tauschen. Ihre Frage ist, arbeiten wir überhaupt zu viel, zu wenig in Österreich? In welche Richtung soll das gehen? Sie haben uns zuerst eine Statistik über die Feiertage gezeigt. Diese Statistik zeigt einen Aspekt. Wenn wir schauen, in Österreich liegen wir im absoluten Spitzenfeld bei den Wochenarbeitszeiten. Also die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist 41,4 Stunden. Damit sind wir auf Platz 3 in Europa nach Großbritannien und Griechenland. Und in Bezug auf die Gesamtjahreszeit liegen wir dann ziemlich im Mittelfeld, weil Urlaubstage und Feiertage diese sehr hohe Wochenarbeitszeit wieder ausgleichen, übers Jahr gesehen. Also kann man nicht sagen, die Österreicher und Österreicherinnen würden weniger arbeiten als andere, weil sie so viele Feiertage haben. Wir liegen da gut im Mittelfeld. Aber wie generell ist das ein Thema unter den Gläubigen, wie viel Zeit für die Familie bleibt oder funktioniert das in Österreich ganz gut zu Ihrer Erfahrung nach? Also meiner Erfahrung nach ist immer eine Frage und ein Thema, wie lassen sich Beruf und Familie gut vereinbaren. Und für uns als Kirche kommt noch was Drittes dazu, nämlich das Ehrenamt. Das ehrenamtliche Engagement, das ist sowohl in der Kirche, in den Pfarrgemeinden wichtig, als auch in der Diakonie. Also die Frage, wie viel Zeit bleibt uns denn, uns unentgeltlich für das Wohl der gesamten Gesellschaft und der Gemeinschaft einzusetzen. Von daher denke ich, wenn wir über Arbeit und Arbeitszeit diskutieren, müssen wir immer das Ganze der Arbeit sehen. Das ist die Erwerbsarbeit, das ist die persönliche Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit, Hausarbeit und das ist die ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der gesamten Gesellschaft. Und da finde ich, ist es wichtig, eine gute Balance herzustellen. Das ist der Jurist Martin Riese gesagt, der letzte Feiertag in Österreich, der letzte zusätzliche, ist vor 50 Jahren eingeführt worden. Jetzt haben Sie die Tafel gezeigt im Vergleich. Aber gibt es da nicht, wie sehen Sie das bilanzisch? Es gibt auch viele Studien, die sagen, wie weit auch Freizeit und Arbeitszeit sich zusätzlich vermischt. Glauben Sie, das ist jetzt solche Phantasmen, über so etwas nachzudenken, aufgrund der Wettbewerbssituation? Oder? Selbstverständlich nicht. Also ich kann nur unterstreichen, was Frau Moos auch mitgeteilt hat, dass wir, wenn man die Arbeitszeit, wo wir unter den Top 3 sind, wiederum um die Feiertage und die Urlaubstage, wo wir eben Spitzenreiter in der Europäischen Union sind, bereinigen, dann sind wir unter
40 Wochenstunden und da geht es nur um die Vollzeitbeschäftigten. Insgesamt muss man die Diskussion wesentlich anders führen, um eben hier auch zukunftssicher ausgestaltet zu sein. Es ändert sich unsere Arbeitswelt fundamental. Laut OECD werden wir von der Digitalisierung am stärksten betroffen sein, weil wir am meisten teilautomatisierbare Prozesse in der gesamten OECD in Österreich noch manuell durchführen. Der Handel bietet hier über alle Arbeitszeiten hinweg auch Teilzeitmodelle, die Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit, vielfach erwünscht werden. Ich bin selbst kleiner Unternehmer im Familienbetrieb und wir würden uns vielfach wünschen, dass Mitarbeiter auf 38,5 Stunden gehen, aber das geht eben aufgrund verschiedener Faktoren oft nicht, wenn man eben Kinder betreut oder Eltern oder Großeltern pflegt. Und dafür ist der Handel ein Aufnahmebecken und bietet auch bei Teilzeitkräften Spitzen, Führungsrollen als Filialleitungen etc. an. Das wird gelebt und ich werbe dafür, dass man das Thema Arbeitgeber und Arbeitnehmer stärker miteinander verbindet, dass man sich die Lohnnebenkosten genauer ansieht, die uns im Magen liegen. Warum? Wenn große digitale Player nur einen einstelligen Steuerbetrag bezahlen, ein Arbeitnehmer aber Lohnsteuer zwischen 25% und 52%, dann ist da was gravierend falsch. Da klafft ein Spalt auseinander und wir brauchen hier neue Wege, diese neue Form der Wirtschaft auch richtig zu erfassen. Dann wird der Kuchen auch wieder größer und dann kann man über viele Dinge leichter diskutieren. Faktum ist, dass mehr als ein Viertel aller Handelsunternehmen rote Zahlen schreiben und jeden Tag schaut, ob die Personalkostenüberweisung überhaupt noch durchgeht. Und die Realität kennt man nicht, wenn man nie selber selbstständig war. Und ich garantiere Ihnen, dass viele Arbeitnehmerinnen nicht mit Klein- und Mittelunternehmern tauschen wollen würden, wenn man diese Bürde mit hat. Es gibt auch viele Vorteile, aber es gibt vieles neu zu denken und da braucht es neue Allianzen und das versuchen wir und für das sind wir auch offen. Zwei User haben eine interessante Debatte gehabt. Da ist einerseits Alex Kopf, der sagt, jede Arbeitszeitverkürzung verursacht am Ende des Tages mehr Stress, denn es muss in kürzerer Zeit nachgearbeitet werden. Und ein anderer User, ich sage nichts, ich meine ja nur mein, nein, es gibt Studien, die belegen, dass eine kürzere Arbeitszeit auch effizientere Arbeit ermöglicht und bessere Konzentration und auch Gesundheit. Wie sehen Sie, ist 8 Stunden richtig? Was ist richtig? Das ist beides wahr und das ist die Problematik, in der wir uns, oder die Spannung, in der wir uns bewegen. Also ich denke, man kann die Arbeitszeitverkürzung nicht so generell diskutieren. Man muss immer hinschauen, auf welche Arbeitsbereiche sie sich bezieht. Sie ist dort zum Beispiel effektiv, wo man die Arbeit gut aufteilen kann, Schichtarbeit zum Beispiel. Es gibt Arbeitsbereiche, das kann ich auch aus meiner persönlichen Biografie sagen, wo es ganz klar ist, wenn man weniger Stunden arbeitet, wird man produktiver. Also ich habe Beispiel, also wie ich an meiner Dissertation geschrieben habe, hat man ja immer so das Gefühl, man muss da irgendwie 12 Stunden und sonst promovierst nicht ordentlich. Und meine Doktormutter hat irgendwann einmal zu mir gesagt, wirklich konzentriert wissenschaftlich arbeiten kann man nur 6 Stunden am Tag. Ich habe das dann ausprobiert und dann ist alles viel leichter, schneller und besser gegangen, weil das eine Konzentrationsfrage ist. Also die Frage ist immer auch, um welche Tätigkeit handelt es sich. Mhm. Und dann kann es natürlich schon auch sein, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns in der Diakonie im Bereich der Pflege schauen und sagen, Arbeitszeitverkürzung und du musst dann aber dieselbe Zahl an Personen mit Pflegebedarf in derselben Zeit betreuen, dann steigt natürlich der Druck enorm und das, was eine gute Sache an der Pflege ist, nämlich Zeit für andere Menschen zu haben, wo es jetzt schon zu wenig gibt, das wird noch weniger. Also man muss sich diese Frage der Zeitverkürzung sehr differenziert anschauen. Aber noch eine kurze Frage, das haben Sie vorhin nicht, geht da, ist, in Österreich ist das ja derzeit, sehen Sie das auch so, sehr wenig Thema Arbeitszeitverkürzung? Ja, die Arbeitszeitverkürzung war klassischerweise immer dann Thema, wenn die Arbeitslosigkeit sehr hoch war und die ist zurzeit nicht so hoch. Sie wollte etwas? Ich wollte nur ergänzen, dass ich dem nur uneingeschränkt beipflichten kann, dass hier insbesondere natürlich das Thema Bildung eine essentielle Rolle zukommt. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir unsere Arbeitsverhältnisse und die Ausbildungsprogramme zukunftssicher ausgestalten. Und man kann hier wirklich nicht alle in einen Topf werfen. Gerade bei der Pflege muss man sehr differenzieren, wo das Wohl des Menschen im Mittelpunkt steht. Es braucht aber auch beispielsweise im Handel. Daher haben wir als Handelsverband erstmals eine E-Commerce-Lehre initiiert und empfohlen, neue Zukunftsbilder, die man korrekt macht. Es braucht aber genauso Berufsbilder, die Roboter und Automatisierung nicht wettmachen kann und nicht bespielen kann. Und da braucht es einen Masterplan. Und dieser Masterplan, der fehlt. Eine New Digital Deal, wo man sich genau dieser Phänomene bewusst macht und hier wahrnimmt, dass sehr, sehr vieles, was in diesen Handys auch vorgeht, über
die Siris und über die Alexas teilweise viel mehr an unserer Privatsphäre mitnimmt, als das, was sie uns vielleicht über einen Lautsprecher an Musik ausgibt. Und hier braucht es viel stärkeres Bewusstsein, dass der Konsument wegkommt von nur dieser Convenience und Nutzerfreundlichkeit und sich noch stärker bewusst macht, wie wertvoll seine Daten sind. Und da hoffe ich, dass es eine gemeinsame gesellschaftliche Richtung gibt. Und ich glaube auch, dass die Bundesregierung jetzt eines richtig macht, dass sie einen ausgeglichenen Budgethaushalt sicherstellt, weil nur mit einer Kriegskasse kann man auch die Zukunft finanzieren. Nur dann braucht es neue Systeme. Das sind ältere KV-Verträge, wo man jedes Jahr wieder neue isolierte Regelungen einzementiert. Nicht mehr das, was auch den Arbeitnehmern gerecht wird und was auch den Arbeitgebern sinnvoll erscheint. Ja, ein Punkt ist mir noch wichtig, um das Ganze zu sehen, weil Sie zuerst auch den Kuchen angesprochen haben. Man muss auch auf die Verteilung der Arbeitszeit hinschauen. Also erstens ist der Kuchen so klein nicht. Wir sind in Österreich Spitzenleister bei den Überstunden. Das heißt, wir haben unter denen, die erwerbstätig sind, eine sehr, oder beziehungsweise zwischen Erwerbstätigen und Arbeitslosen eine sehr ungleiche Verteilung der Arbeitszeit. Also bevor man von der Arbeitszeitverkürzung spricht, kann man sich durchaus auch mal die Überstundenproblematik anschauen. Und da sehen wir, dass wir in Branchen wie dem Handel, muss ich leider sagen, und der Gastronomie besonders viele Überstunden und besonders hohe Arbeitslosigkeitszahlen haben. Also da eine Umverteilung. Und es ist auch noch wichtig festzuhalten, dass ungefähr 300.000 Teilzeitangestellte in Österreich sagen, sie würden gerne mehr arbeiten. Also Teilzeit ist manchmal gewünscht, aber nicht immer. Und wir haben auch eine Unterbeschäftigung im Sinne der Arbeitszeit, die jemand überhaupt arbeiten kann. Schon zum Ende, aber also mir ist sehr, sehr wichtig zu sagen, dass für den Handel die Visitenkarte zum Kunden natürlich das Personal ist und die Mitarbeiter, die uns sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt natürlich verschiedene Strukturkosten dort, wo das Licht brennt, der Heizkörper brennt, wo Mieten entrichtet werden. Daher braucht es dieses Fair Play auch online, damit wir eben diese Arbeitsplätze ausgestalten können. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch jener, dass gerade der Handel als Rückgrat der Volkswirtschaft für alle, egal wie viel Zeitvolumen sie zur Verfügung haben, hier Arbeitsplätze anbietet. Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass diese Rolle noch vorgekehrt wird, weil die sollte es auch künftig geben und daher braucht es auch steuerlich neue Möglichkeiten. Ganz kurz zum Schluss sagen, es gibt jetzt noch einen Feiertag, der hier in der Debatte ist, nämlich Yom Kippur. Glauben Sie, werden wir in einem halben Jahr, Jahr oder in zwei Jahren wieder hier sitzen, weil jemand sich auch da durchklagt? Auch der Yom Kippur ist ja als Feiertag im Generalkollektivvertrag festgelegt und zwar nur für Menschen mit einem jüdischen Glaubensbekenntnis. Wird das zum nächsten Problem werden oder wird sich da keiner rantrauen? Die Regierung hat das ja nicht angetastet. Die türkis-blaue Regierung wollte das nicht. Das wird, soweit ich das juristisch einschätzen kann, davon abhängen, ob jemand klagt. Und das halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich. Und in diesem Sinne würde ich vermuten, dass in einem halben Jahr oder je nachdem, wie lange der EuGH braucht, ein jüdischer oder ein Vertreter oder Vertreterin statt mir hier sitzen wird. Dazu kann ich mich nur anschließen und noch einmal appellieren auch an alle Vertreter, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, nicht jene Betriebe, die Mitarbeiter anstellen, jetzt mit irgendwelchen Aktionen zu behindern, weil man nur jene stärkt, die im Ausland sitzen und keine Steuern und keine Mitarbeiter hier beschäftigen und keinen Beitrag zur Volkswirtschaft abgeben. Da bin ich überzeugt davon, dass die handelnden Akteure sich dessen sehr wohl bewusst sind und da sollte kein politisches Machtkalkül unserer Volkswirtschaft gefährden. Das nächste Mal laden wir jemanden von Amazon ein und Sie, dann können wir die Diskussion live führen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören, liebe Standard-User und liebe Standard-Userinnen. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Vielleicht haben Sie auch das eine und das andere gelernt. Noch eine ganz kurze Ankündigung. Diesen Mittwoch geht es schon weiter und da wollen wir reden noch einmal, bevor es zu einem ganz anderen Thema geht, über Arbeitsverhältnisse. Es geht um das Thema Uber und Fedora. Was bringen eigentlich diese prekären Jobs? Ich bedanke mich wie immer auch bei der Technik hinter der Kamera, die das wieder großartig gemacht hat und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und gutes Gelingen. Dankeschön und wir sehen uns.